Hey ihr kühlen Frostzombies, willkommen zurück zu Code Veronica X. Wir sind jetzt in der Antarktis angekommen, in dieser Station hier. Ach, ist das schön kühl hier. Ich mag's ja, ne? Ich mag's ja sowieso gerne ein bisschen kühler. Schauen wir mal, was es hier noch zu entdecken gibt. BOW gibt's hier. Also Bio-Organic Weapon. Eine Gasmaske ist im Notfall entnehmbar. Und hier hört man. Bup. Bup, 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 bup. Oh! Speedies! Nee, da gehe ich erstmal nicht rein. Die Rotzensäure, das ist unschön. Doch, warte mal, ich gehe da rein. Ich mache die jetzt fertig. Ich mag Spinnen, aber die mag ich nicht. Die haben so dicke Ärsche. Ugh. Obwohl ich Big Butts mag. I like Big Butts and I cannot lie. Aber die mag ich nicht so. Oh nee. Die sind widerlich. Wie gesagt. Also gerade so die Wolfsspinnen oder jetzt halt die fetten Tarantel, die mag ich ja sehr gerne. Aber hier die. Au. Ah, Alter, jetzt macht er einen auf Facehugger. Verpiss dich. Lad. Bin ich jetzt vergiftet? Nee. Ah, okay. Jetzt bin ich wieder gut. So, noch ein bisschen Pistole. Wichtig. Noch ein bisschen. Hier ist noch was. Ja. Wie gesagt, man kriegt immer gut Munition. Guck mal, da unten das Vieh. Das kriegt man auch nicht wirklich gepackt. Weil die krabbelt unter dem Gitter lang. Und ich glaube, die kann man gar nicht so wirklich erwischen da unten. Aber die spuckt Gift nach oben. Du blöde Schranz. Ich finde es so schön, dass man so viel Platz hat und nicht immer so viel mitnehmen kann. Ich liebe es. Oh, ist noch ein bisschen blaues Kraut. Obwohl vor der Tür, habt ihr vielleicht jetzt nicht mitgekriegt unbedingt, aber da, wo die erste Motti kam. Oh, eine Kultivierungskapsel ist das. Was für Lebewesen hier wohl gezüchtet wurden? Na, was wohl? So, und ein Barcode. Storehouse BOW. Barcode Aufkleber. Ja, da ist auf jeden Fall ein unendlicher Vorrat an blauen Kräutern. Man kann sich also immer wieder entgiften. Ist ganz schön. Aber wie so oft sind Spinnen eigentlich Gegner, die kann man komplett umgehen. Die kann man einfach umlaufen, die machen dann nichts, ne? Wunderbärchen. Finde ich gut. Aber ich mag, wie gesagt, Spinnen. Ich will die nicht so gerne töten. Sind die auch wichtig für die Umwelt, ne? Die fressen Insekten und das ist wiederum so ein Kreislauf. Im ewigen Kreis. So ungefähr. Dem Gesetz des Lebens. Oder der Gesetz der Natur. So war das. Egal. Ich höre lieber auf. Zombie Panic. Du lebst noch, ne? Ja, ja. Hinrichten. Okay. Beine backen. Wie gesagt, das ist das Einzige, was mich immer so ein bisschen stört. Ins Inventar müssen und nachladen. Hier ist nichts Nützliches. Sehr viele Chemikalien. Wofür sie das alles genutzt haben? Wer weiß. Ist ein Chemiekonzern. Wahrscheinlich haben sie mit Seifenblasen gemacht. Oh, guck mal hier. Da eben kommt er schon angekrochen. Minenraumschlüssel. Reaper. Ganz entspannt. Tot? Ja. Immer schön warten, bis sie bluten, das ist wichtig. Und ich habe schon wieder genau eins. Ein paar Trönchen. Aber warte mal, stehst du nicht auf? Kerl? Hey Kerl, stehst du nicht auf, Kerl? Nee. Aber guck mal hier. Eine Sprengkapsel. Mhm. Und hier ist ein Schrank, der ist abgeschlossen. Und hier ist ein Sprengstoff ohne Zünder. Und seht mal. Ich kann ihn benutzen, aber ich kann jetzt nicht das Teil öffnen, weil es wärmeempfindlich und ich habe kein Feuerzeug dabei. Gut, ne? Guck mal, hier sind einfach mal so Sprengkörper auf dieser Halterung. Aber macht ja nichts. Alles gefährlich hier in der Station, aber es interessiert uns einfach nicht. So, und hier ist eine Vorrichtung. Die können wir jetzt, glaube ich, noch nicht benutzen, aber später. Sehr wichtig übrigens, ich habe den Feuerlöscher mitgenommen. Also ein kleiner Hinweis, das wird später noch sehr, sehr, sehr wichtig. Okay, wir haben auf jeden Fall den Minenraumschlüssel. Das ist auch ein sehr wichtiges Gegenständchen, weil es wird ja langsam mal Zeit, dass wir hier ein bisschen Strom reinkriegen. Und ich glaube, da ist der Raum, da ist der Place to be. So. Ja, und jetzt schmeißen wir jetzt direkt weg, weil Schlüssel sollte man immer wegwerfen, wenn man sie nicht mehr braucht. Na, ist ja auch ganz gut so, ne? Spart Platz. Ist ganz schön freezy hier.
Aber kann ich hier was? Nee, ich brauche gar nicht erst hochklettern, da ist noch gar nichts. Hier geht's weiter. Und es wird nicht schön, sage ich euch. Auch wieder so eine Szene, die eigentlich für mich das Spiel ganz, ganz, ganz stark macht, was hier passiert bald. Also jetzt noch nicht, aber... Habe ich noch genug Kugeln? Ah, ich hoffe. Ah, ich hoffe, die reichen noch. 8 Stück. Sollte aber. Guck mal, da steht Kraut. Kraut. Schon mal Kraut, so nehmen wir mit. Wunderbar. Oh, okay. Ja, das war's. Alle Hunde. 3 Stück sind's. Und hier ist nochmal Kraut. Sieht man nur sehr toll. Ja, jetzt habe ich halt den einen Schuss noch, ne? Dieser eine Schuss, der immer zu viel ist oder jetzt halt gerade noch über ist. Und hier sehen Sie, meine Damen und Herren, der Generator. Endlich. Und da ist noch ein Kraut übrigens. Warum hat man hier so viel Kraut gelagert? Ich glaube, die haben sich da heimlich so einen Vorrat angelegt. So Pause machen und ein Durchziehen. Ne? Ne, warte, ist auch hinterm Gitter. Okay, waren es 2. Man sieht es nicht wegen der Hundeleiche. Und jetzt ist noch mehr Kraut. Was ist hier los? Überall Kraut. So. Guck mal, so viel Kraut einfach. Und noch mehr Munition. Oh, geil. Ich brauche... grünes Kraut. 2 Päckchen Muni. Nimm es. Claire. Nimm es, Claire. So, 30. Schön. Oh. Ah, ich mag das. Das fühlt sich immer so gut an, wenn man dann wieder aufmunitionieren kann und Kram kriegt. Ich find's schön. So. Aber die Kraut. Man sieht's halt echt nicht. Und wir haben wieder ein großes Kraut. Krautmix. Schön. Sehr schön. So, und jetzt können wir den Hebel umlegen. Der Strom wurde wieder angestellt, bitte. Klack. Ach, herrlich. Jetzt ist das Licht. Ja, wie gesagt, da kommt noch eine Szene. Das ist halt so eine der Szenen, die ich halt immer in Erinnerung haben werde, wenn ich an Resident Evil denke, weil die halt einfach super stark sind. Genauso wie die mit dem Doktor, erinnert euch? Dieser böse Doc. Mit seinen Experimenten, der auf einmal dann ein super schneller Zombie ist. Und halt auch sehr viel aushält, warum auch immer. Aber irgendwie hat ihm anscheinend seine Psychose so ein bisschen mehr Power gegeben. Ja, die Psycho-Power-Zombies, wer kennt sie nicht? So, und jetzt haben wir hier nämlich aber diese Packung. Eine Warnung, Anti-Bio-Vegas, Vorsicht beim Transport. So, da packen wir jetzt einfach mal diesen Sticker drauf. Und der kommt jetzt nämlich in das Storehouse. Der Barcode-Aufkleber wurde aufgeklebt. Und jetzt können wir das einfach mal schön umlegen. Oh, was? Ohne Strom? Ich habe doch Strom gemacht. Achso, der Schalter für die Sortiermaschine. Aha, jetzt wird nämlich erstmal das hier weggefahren. Und jetzt wird das hier weggefahren. Tada! Jetzt müssen wir halt nochmal die Räume abklappern. Beziehungsweise habe ich noch genug Platz überhaupt? Ja, sollte reichen. 2 Plätze für 2 Gegenstände. So. Es hat sich was getan, aber nicht wirklich viel. Also man kriegt jetzt nicht... Ihr werdet sehen. So. Mit fetten Bonus. Ne, warte mal, da bin ich jetzt falsch. Was mache ich denn? Was mache ich denn? Das ist doch falsch. Pomp. So. Wir haben jetzt ja 2 Kisten verschoben. Und die scheinen offensichtlich sehr wichtig zu sein. Nämlich einmal die hier. Im BOW-Raum, das ist nämlich das Lager, wofür der Sticker war. Und jetzt ist hier überall Gas freigesetzt. Das heißt, wir können die Gasmaske nehmen. Die brauchen wir später. Später. Aber ansonsten können wir hier nichts machen, weil... Ja, es ist einfach nur der Kanister aufgebrochen. Das Gas ist, kann man nicht mitnehmen.
Aber wie ihr seht, der Spinne macht das überhaupt nichts aus. Die stampft fröhlich weiter unten an der Decke rum. War ein bisschen komisch, weißt du, das ist BOW-Gas, also dieses Gas, das wir auch in den Gaskartuschen haben für den Granatwerfer. Und es ist total egal. Es stört sie nicht. Die Viecher. Es stört sie nicht. Also die helfen halt besonders gegen eine gewisse Art von Gegner. Oh, guck mal hier. Feuer. Und hier? Nee, können wir auch nicht. Ah, das kommt später. Vergiss es. Das brennt jetzt erstmal eine ganze Weile. Ich habe gedacht, das wäre hier, wo wir das ändern können. Aber ja, auf jeden Fall, da hinten liegt jetzt was, was in der Kiste war, was wir wirklich gebrauchen könnten. Aber, naja, wir kommen nicht ran. Das ist Pech. Dafür haben wir jetzt aber Strom und können oben weitermachen. Da gehe ich doch gleich mal posthum hin. Postwendend. Ah, oh, diese Motten, ne? Die sind jetzt halt überall. Ah, kribbelt's. Mir kribbelt's. Ich mag Motten nicht. Vor allem auch dieses komische Puder, was die absondern. Ihr seid so kacke. Ich meine, die brauchen nur einen Schuss, ja? Bah. Ja, aber sie können einen immer noch vergiften, diese Dreckviecher. So, paff. Bin ich vergiftet, ne? Gut. Ah. Oh, so widerlich. Es ist so widerlich. Ich meine, ich mag Insekten total gerne, wirklich. Ich liebe Insekten. Ich finde das total interessant. Ich mag Arachnoiden, alles, ne? Aber Motten, ich weiß nicht warum, aber Motten finde ich irgendwie eklig. Weil die halt so stauben und dieser Staub, der ist ja auch nicht gerade gesundheitlich fördernd oder so. Naja. Guck mal, ich kann euch mit Heilung totsprühen einfach. Ich spray alles weg. Komm, eins nehmen wir mal mit, ein grünes. Ach, schön. Hab was vergessen. Scheibe. Ich muss doch... Ja, ja. Und jetzt sind übrigens wieder neue Motten da. Nur mal so. Ich weiß gar nicht, ob man die irgendwann alle töten kann. Aber die kann man nicht alle töten, glaube ich. Die sind einfach immer da. Diese widerlichen Mistviecher. Du schießt drei Stück ab und im nächsten Moment, wenn du die Tür verlässt, sind wieder welche da. Oh, der Schalter wurde betätigt. Auch ein schönes Detail, wie die Tür zuklappt, finde ich ja persönlich. Oh, oh. Hallo. Das ist auch so eine Szene, wo ich sage, da erinnere ich mich immer wieder dran. Hat was von Silent Hill sogar. Und wenn ihr eben ganz kurz in einem Frame hingesehen habt, also in einer ganz kurzen Szene, es war mehr als ein Frame, habt ihr vielleicht was Grünes gesehen an seinem Ohr? Könnte noch von Bedeutung sein, dieses Ding, ja. Möchte ich mal nicht zu viel verraten. Guck mal, einfach mal so einen Blumentopf. Können wir jetzt grüne Kräuter anpflanzen oder wir nehmen uns einfach mal den Schlüssel auf der Unterseite. So, Maschinenraumschlüssel. Und ich werde jetzt nicht verraten, wer dieser Typ ist da unten. Ihr könnt es euch vielleicht schon denken, wenn ihr so ein bisschen die Geschichte der Ashfords im Hinterkopf habt, ja. Denkt mal drüber nach, wer hat die Familie ein bisschen Misskredit gebracht und wie ist Alexander so drauf, meine ich. Alexander. Oh, verpiss dich. Ah! Wisst ihr, was die nämlich auch noch machen können, die Viecher? Die setzen sich einem auf den Rücken und pflanzen einem so ein Embryo aufs Kreuz und der schlüpft irgendwann und kommt dann und knabbert einen an. Ja, das ist total geil. Und der vergiftet dann auch wiederum. Das ist richtig, richtig lecker. Hasse diese Motten. Ja, auf jeden Fall ist es halt eine der Figuren, die nicht wirklich so gut glimpflich davon weggekommen sind. Und Alexander ist halt nicht gerade sehr... Wie soll ich sagen? Er verzeiht nicht so gerne. So, Maschinenraumschlüssel und das war's auch wieder damit. Und jetzt kommt die Szene, die ich meinte. Die ist halt sehr, sehr cool. Sehr ikonisch. Und erinnert mich immer wieder an dieses tolle Spiel hier. Haben wir noch ein paar Sachen liegen eigentlich? Ich weiß gar nicht. Weiß es nicht. Aha, aha, aha. Oh! Ein Ventilrad. Ein Ventilgriff, besser gesagt. Wofür wir das wohl noch brauchen? Na, wissen wir jetzt noch nicht, aber es ist immer gut, sowas dabei zu haben in Resident Evil. Ventilräder haben ja gerade im ersten Teil eine riesige Rolle gespielt mit Aufsätzen und hast du nicht gesehen, der ganze Schnickschnack. Oh, Steve! Es sieht aus, als ob es eine australische Observationsbase gibt, etwa 7 Meilen weg von hier. Das sollte unser Target sein. Dann, wenn wir durch die Wand mit diesem Digging-Vehicle können, haben wir vielleicht eine Chance. Okay, let's do it!
Steve, nicht auf den Booty gucken. Nicht den Booty. Er guckt nicht mal auf den Booty. Steve, watch out! No. It's toxic gas. Come on. Ich glaube ehrlich gesagt, die Szene, die ich meinte, kommt auch wieder rum später. Ach Mann, ich verwechsel das immer. It's all my fault. Don't say that. Listen to me. We'll escape from here. Together. Come on. We've got to shut off the gas. If we split up, we'll have a better chance of stopping it. Natürlich. Okay. Natürlich habt ihr das. Trennt euch am besten. Steve! Don't forget. We'll get out of here. Together. Aww. Ja, nur weil die Hormone verrückt gespielt haben, haben wir jetzt wieder ein bisschen Rätselei. Alles wieder ganz bescheuert. Auf jeden Fall müssen wir das Gas abstellen. Wo, wird einem natürlich nicht gesagt. Aber ich weiß wo. Wie gesagt, diese blöden Hormone, ne? Muss er sie unbedingt anstarren. Wie so ein Creep. Aber sei es ihm gegönnt. Ich meine, naja, ich mag Steve. Ich weiß nicht. Ich mag ihn. Das ist eigentlich gar kein verkehrter Kerl. Er ist halt ein Jugendlicher und dafür setzt er sich schon gut ein. Du Scheißvieh. Ist mir egal, ob ich jetzt dafür was verschwendet habe, aber... Ich hasse diese Motten so sehr, ne? Batz. Ah! Erwischt. Hat sie mich. Das ist so... Ah, diese Motten, alter Schwede. Ich habe jetzt, wie gesagt, echt Munition dafür verschwendet, aber... Bevor mir jemand so ein Embryo auf dem Rücken pflanzt oder irgend so ein scheiß Ei, gehe ich lieber ein bisschen auf... nochmal sicher und schieße sie ab. Widerliche Dinger. Absolut ekelhaft. Der Raum ist voller Gas, aber ich kann mit der Gasmaske reingehen. Sehr gut. So. So, wie gesagt, das ist der Raum, wo jetzt eigentlich auch dieses Ding runtergelassen wurde von Steve. Bisschen mehr unglücklich als glücklich. Und hier können wir jetzt mit der Kurbel... Oh. Können wir nämlich nicht, weil die Kurbel hat nur 4 Kanten. Ach man, ich habe was vergessen. Okay, ich muss nochmal ganz schnell. Kleine Königstiger. Oh, dann muss ich nochmal bei den Motten durch. Ist es so... Oh. Wie gesagt, das ist so ein Kack, dass diese Motten immer und immer und immer wieder kommen. Wahrscheinlich seht ihr jetzt sogar, dass ich mal befruchtet werde von so einem ekelhaften Ding. Also befruchtet hört sich auch wieder ein bisschen eklig an, aber dass die halt einem so ein Teil auf den Rücken pflanzen, so ein Ei oder was. Das ist so widerlich. Alleine schon solche Gegner hier einzubauen, die halt immer wieder kommen, es ist einfach nur Schikane. Da, guck. Oh nein. Oh, dann ist diese scheiß Sporen oder was sie da absondern. Geh weg. Nein, sie tut es. Do it. Oh. Und wie gesagt, das kann einen auch vergiften, dieses ekelhafte Ei da hinten. Das schlüpft dann aus und krabbelt an einem hoch. Und es geht auch nicht weg, wenn man jetzt irgendwie das Bildschirm hinter sich bringt. Ist ja manchmal so, dass die Dinger dann verschwinden. Warte mal, hoffentlich schaffe ich... Ja, jetzt. Platsch. Hat eigentlich nur den Sinn, dass das Ding einen kurz ein bisschen aufhält. Eieieiei, widerlich. Sorry. Wenn ich mich darüber aufrege, aber es ist echt eklig. Ich weiß ja nicht, was das Ding machen will. Am Ende will es in unseren Mund kriechen, so wie in Resident Evil 3. Und will uns von innen so ein bisschen auffressen. Super geil. So, hier nämlich mit dem Diamantbohrer können wir... diese Diamantfräse, was auch immer. Ich will jetzt einfach mal 8 Ecken reinschnitzen. Das sieht auch sehr stabil aus, wie das Ding gerade gehalten wird, muss ich mal sagen. Das war's schon. Das war's schon. So.
Und da liegt noch Muni, die habe ich hier gar nicht gesehen. Mann, Mann, Mann. Kannst du nicht endlich mal diese blöde Tür aufmachen? Hey. Den Koffer hätte ich nämlich ganz gerne, aber ich komme jetzt, glaube ich, noch nicht dran. So. Ach, schade eigentlich. Ich glaube, diese australische Basis... Oh, und jetzt ist alles voller Zombies mal wieder. So komplett random. Die sind einfach mal aufgetaucht. Ich glaube übrigens, diese australische Basis, von der die Rede war, die werden wir nicht zu sehen bekommen. Finde ich immer so ein bisschen schade eigentlich. Wenn davon berichtet wird und dann sieht man sie nicht. Na gut. Klack. Tink, 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 tink. So, aber jetzt werde ich mir, glaube ich, noch ein bisschen Heilung holen, weil das könnte unter Umständen etwas eklig werden. Ah, ich bin vergiftet, oder? Oh, ich hasse es. Ich hasse euch so sehr. Mistviecher. Oh, nee, ich bin... What? Ich bin nicht vergiftet, aber ich bin Achtung. Okay. So, und dafür werde ich jetzt leider mal... Ich glaube, ich werde den Granatwerfer ablegen, weil den brauche ich hier nicht. Die Pistolenmunition brauche ich jetzt eigentlich... Legen wir auch mal ab. Weil so viel Munition habe ich jetzt auch noch. Ja... Ja, ich glaube, das sollte reichen. Ich hoffe, das reicht. Wie gesagt. Es gibt so ein paar Stellen, die sind widerlich. Und das ist eine davon. Da sitzt sie wieder. Ih! Ach nicht, schon wieder. Geh weg. Ey, willst du mir noch einen... Warum setzt mir noch so einen Buckel auf dem Rücken? Ihr seid so scheiße! Dieser Mistviecher! Meine Güte. Meine Güte. Oh nein, nicht jetzt. Seht ihr, das hält eigentlich nur auf, dieser Mist. Platsch. Oh, nicht. Nee. Das ist genau der falsche Moment. Oh, er hat mich... Hat er mich jetzt echt vergiftet? Ich krieg doch... Ist mir jetzt auch egal. Es wird passen, hoffe ich. Ey, seht ihr, das meine ich. Jetzt müsste ich eigentlich zurückgehen und mich entgiften, weil dieser Arschkrampe mich vergiftet hat. Meine Fresse. Problem ist leider, ich sehe jetzt nicht, wie viel Lebensenergie ich habe. Aber ich denke mal, das wird schon passen. Das ist doch unglaublich, ne? Das ist unglaublich. Oh, gut. Die Erleichterung, wenn das Gas weg ist. We're safe now. Think again, Claire. I shall enjoy watching you shriek in agony. Not this time! You game! Er ist halt einfach mal der krasse Action-Hero. Wie gesagt, ich weiß nicht, was man an Steve nicht mögen kann. Außer, dass er Hormone hat. Oh, und Pyramid Head hat Alexander gefressen. What was that? Pyramid Head mit der Doppelaxt, mit der fetten. Das ist aber auch eine echt furchterregende Waffe. Ein Chestbuster, oder? Stell ich mal vor, der wäre von einem Alien befruchtet worden, was da rauskäme. Ich will's nicht wissen. Generell mal die Vorstellung, so ein Tyrant wird von einem Alien befruchtet. Extrem heftig. So, das Gewehr übrigens, auch sehr nett. Kann man mitnehmen, muss man aber nicht. Ich werde es aber mitnehmen, natürlich. Versteht sich von selbst. Oh, ich heile mich später hier. Das ist unglaublich, diese Viecher. So, oh, ich krieg dafür sogar zwei Plätze. Zwei Plätze Claire, braucht's. What are you doing? Let's go! Fette neue Waffe.
Scharfschützengewehr oder beziehungsweise eins mit einem Scope. I'm gonna bust through that wall. Go for it. Sehr gut. Die Station unter Wasser gesetzt. Das war das Ziel. Claire, maybe we can escape through there. Come on, let's go. Und jetzt mal ohne Witz, wie krass sind die beiden, dass sie nicht sofort Frierungen bekommen und denen irgendwelche Teile abfrieren. Also, das finde ich halt echt erstaunlich, dass sie so viel aushalten. Von der Kälte meine ich. Claire, come on! Finally we can get out of this insane place. Aha. Ich weiß nicht, wie lange ich noch durchhalte mit dem Gift übrigens. Okay, let's go! Come on, let's go! What are you scared? Er hat bessere Reflexe als das durchschnittliche Counter-Strike-Kitty. Erstaunlich. Oh oh. Aber wo bist du? Oh Mann. Oh ne ne ne. Wo bist du denn? Ich sehe ihn halt auch nicht. Konnte man nicht irgendwie ranzoomen? Nach oben? Nee. Ah, so. Aha. Ah, oh, das war's. Knall ist leider leer. Oh! Er ist Forge! Das war ziemlich gut, das ist perfekt gelaufen, mehr oder weniger. Es ist noch die Hand, die schwarze abgefrorene Hand dran. Claire, you're alive. I'm sorry. I failed you. Don't worry about it. Let's go. I swear I'll protect you next time, Claire.
Übrigens, Fun Fact, man kann von diesem Typen vergiftet werden und dann... Ja, hat man wirklich so eine Seuche, für die man unbedingt ein Heilmittel braucht, sonst wird Claire draufgehen. Look, there's a snowmobile over there. Perfect. We'll be able to ride right over to the Australian base with this. Yeah, let's go. Gut, dass es eine Landverbindung gibt von der Antarktis nach Australien. Side-Boobs. Ja, das ist ein bisschen übertrieben mit diesem Weißblend-Effekt gerade. Man sieht eigentlich, dass da Tentakel kommen und... Ja, die schnappen sich das Schneemobil. Und damit endet die Geschichte von Claire und Steve. Und das war's dann auch für diesen Part. Ich danke euch sehr fürs Zusehen, danke fürs Liken und Kommentieren. Wir sehen uns wieder zu Code Veronica X. Bis zum nächsten Mal.